Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Auspackvideo von mir. Das ist eins, auf das ich mich schon sehr, sehr lange freue. Und ich muss euch allerdings gleich sagen, wie ihr seht, das Päckchen ist schon offen. Ich habe leider schon reingeschaut und mir den ersten Eindruck auf Kamera verwehrt, weil es mal wieder so ist, dass ich ziemlich viel zu tun habe und ich nicht wusste, ob ich in der Widerrufsfrist sozusagen das Video drehen kann. Und falls ich mich doch entscheide, das Produkt nicht zu behalten, dann ja, wäre es halt blöd gewesen. Deswegen habe ich da schon mal reingeschaut und ich werde es aber jetzt trotzdem noch mit euch auspacken. Ich habe es doch noch geschafft, die Kamera aufzustellen. Und ja, ich bin trotzdem mega gespannt und freue mich, das mit euch zu teilen. Deswegen machen wir es jetzt mal wirklich auf. So, also, vielleicht sieht man es hier schon, ich habe eine Uhr bestellt, ich meine, ich habe sie auch schon in den Titel geschrieben. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem Stück Natur. Und zwar habe ich von Holzkern bestellt. Also ich weiß nicht, ob man so eine Postkarte wirklich mit einer Briefmarke verschicken könnte. Wenn das schon mal jemand ausprobiert hat, dann sagt mir mal Bescheid. Ja, ich habe hier noch einen Gutscheincode und die Holzkernbox. Vielleicht ist euch aufgefallen, ich habe mal meine Uhr im Video an. Habe ich normalerweise nicht, weil ich das immer irgendwie irritierend finde, wenn man während des Videos sieht, um wie viel Uhr man das gedreht hat. Und naja, jedenfalls habe ich sie deswegen an, damit ich die mal ein bisschen vergleichen kann und euch zeigen kann, was mich an meiner alten Uhr stört, dass ich eine neue Uhr kaufen wollte. Auf jeden Fall kommt die Holzkernuhr in einer schönen Holzverpackung. Die ist bei mir jetzt schon ziemlich angeschrammt, muss ich sagen. Aber besser die Holzbox angeschrammt als die Uhr an sich. Deswegen werden wir die jetzt mal öffnen. Die hat hier vorne so einen Verschluss. Das ist, glaube ich, kein Magnet, sondern irgendwie einfach so ein Stecksystem. Und dann haben wir hier die Uhr. Und hier steht noch as unique as you in Kork drin. Dann ist das auf so einem Kissenchen. Und hier haben wir noch die Garantiekarte, auch aus Holz. Und das Set mit dem Zubehör zum Kleinermachen mit diesen Pin-Ausdreh-Drück-Dingern und die Pins und noch ein paar Ersatzteile. Wichtig, wenn man schon so viel Geld für eine Uhr ausgibt. Und hier eben die Garantiekarte. Genau. Die Webseite ist natürlich wie immer unten verlinkt, damit ihr euch das anschauen könnt. Und dann kümmern wir uns mal um die Uhr. Ich finde, die ist so fotogen, die Uhr, aber wenn ich die so in Person anschaue, dann muss ich sagen, bin ich doch fast ein bisschen enttäuscht. Also ich weiß nicht, die sehen auf den Fotos immer so schön aus und ich finde sie auch nicht hässlich, aber so schön, wie die auf den Fotos und jetzt auch in dem Video ist, finde ich die irgendwie gar nicht. Ja, das war so mein erster Eindruck, als ich sie genommen habe und ich bin irgendwie immer noch der Meinung, dass sie irgendwie büßt sie etwas von ihrer Schönheit ein in Person. Ich weiß nicht warum. Ja. Okay, also. Die Uhr ist aus Walnussholz und hat Marmor als Ziffernblatt. Ich habe mir die in Silber ausgesucht, weil Silber einfach so mein Stil ist. Also mein ganzer Schmuck ist Silber. Deswegen wollte ich halt auch eine Uhr mit silbernen Elementen. Was mich schon auf den Fotos verunsichert hatte, war der schwarze Rand, weil bei manchen Uhren sah das aus, als wäre der schwarze Rand einfach nur eine ungünstige Spiegelung, wenn die Sonne halt auf das Silber scheint. Aber es ist tatsächlich ein schwarzer Rand, den hätte ich lieber nicht. Und ja, man sieht hier ein bisschen an der Seite so eine Einkerbung hier und hier auch. Das sieht irgendwie ein bisschen unprofessionell aus. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder nicht, aber ich finde irgendwie ein bisschen komisch. Und dann, ja, aber also wie gesagt, es ist keine hässliche Uhr, auf gar keinen Fall. Die hat was und ich finde, wie gesagt, auf den Fotos und so ist sie auch richtig schön, aber so, ach, ich weiß nicht. Kümmern wir uns mal um meine Uhr. Also ich habe halt so eine aus Leder mit einfach so einem Band mit Löchern und Schnalle sozusagen.
Und ich finde die halt nervig, weil die so länglich ist und ja, das Ziffernblatt so klein ist. Ich habe da jetzt auch schon ein paar Kratzer im Glas, weil ich damit mal hingefallen bin. Und hier an der Seite wird es auch schon ein bisschen, also da ist das Silber ein bisschen abgekratzt. Das Leder ist an den Seiten schon sehr schwarz geworden, auch da, wo man halt hier das immer zumacht. Und hier an der Seite, da teilt sich das Leder von der Oberfläche und auch hier ja, geht es so ein bisschen ab. Das könnte man zwar kleben, aber ja, die riecht auch schon etwas unangenehm. Man sieht, dass sich das Leder schon sehr verfärbt hat, weil ich sie einfach so oft trage. Und ja, das ist so der Ausgangspunkt. Also ich wollte einfach eine neue Uhr haben, weil die langsam ein bisschen nachlässt. Also funktionieren tut es immer noch. Ich trage sie auch noch so lange, wie es geht. Aber ja, deswegen wollte ich mir eine neue Uhr anschaffen. Und jetzt ersetzen wir mal meine alte Uhr. Hier der Verschluss funktioniert so, dass man an diesen Pins hier an der Seite so reindrückt. Das hier ist jetzt nur eine Schutzfolie, die ich jetzt nicht runter tue, weil ich euch ja nur kurz die Uhr präsentieren möchte. Das ist so ein Klappmechanismus. Und ich zeige euch das jetzt noch mal kurz von innen hier, die Rückseite, bevor ich sie ran tue. Da steht, schwierig zu zeigen. Da steht einzigartig natürlich. Natürlich einzigartig. Und das Logo von Holzkern. Und dann mache ich die mal ran. Muss man mal gucken, dass man den Mechanismus immer richtig bedient. Und ja, so sieht die bei mir aus. Ja, also, wie gesagt, schlecht ist sie nicht, aber irgendwie, ha, ich weiß nicht, ich habe mich so drauf gefreut, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen zurückhaltender bin. Ich weiß nicht so genau, ob es sich bei mir rentieren würde, da ein Glied rauszunehmen. Also ich meine, die ist mir ein bisschen zu locker, aber ich glaube, dass ein Glied rauszumachen wahrscheinlich sogar zu viel wäre, weil sie sitzt halt gerade angenehm. Jetzt, wenn ich sie auf die andere Hand machen würde, dann sieht es wieder ein bisschen anders aus, weil mein rechter Arm einfach ein bisschen, naja, stärker sozusagen ist. Aber ich habe sie eigentlich immer links, weil mich das dann nervt, wenn ich irgendwas schreibe oder so, dass ich dann die ganze Zeit auf der Uhr bin sozusagen. Ja, deswegen wird die wahrscheinlich links sitzen. Also an den Verschluss gewöhnt man sich erstaunlich schnell. Was halt so ist, dass es dadurch halt nicht so flexibel ist, dass ich halt hier einmal, wenn ich sie normal trage, habe ich sie auf dem zweiten Loch, aber manchmal habe ich sie auf dem dritten, wenn ich nicht will, dass sie so ein bisschen rumschlackert. Und das kann man halt hier jetzt nicht machen, sondern man muss halt immer Glieder austauschen. Und ich habe ja jetzt nicht einfach so eins in der Hosentasche. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was sagt ihr dazu? Ja, also sie ist auch irgendwie schwerer als gedacht. Also eigentlich hieß es ja, Holz ist so total leicht für eine Uhr. Natürlich im Gegensatz zu einer Metalluhr, aber die ist jetzt auch nicht viel leichter wie meine Lederuhr. Also ja, also so besonders leicht finde ich die jetzt nicht. Wenn man jetzt mal die Ziffernblätter vergleicht, ich glaube, das ist auch nicht wirklich größer als mein altes, nur dass es halt rund ist. Und ja, das Leder ist ein bisschen dunkler als das Walnussholz. Was ich halt auch ein bisschen, naja, blöd finde, ist, dass, also an meiner alten Uhr fand ich das schon eigentlich nicht so cool, dass es nur die 5-Minuten-Abstände gibt und nur drei Zahlen. Und hier gibt es halt gar keine Zahlen und auch nur 10-Minuten-Abstände. Aber ich habe keine gefunden, bei der die Minuten eingezeigt ist, die mir halt sonst gefällt, weil dann war es halt entweder Roségold oder Gold oder sonst irgendwas. Und ja, das hat irgendwie alles nicht so gut gepasst. Also irgendwie habe ich noch nicht so die perfekte Uhr gefunden. Weil meine perfekte Uhr, die wäre Silber, hätte keinen schwarzen Rand, hätte halt die Hauptzahlen und dann Minuten anzeigen, also Striche und einen schönen Holzton. Und was fehlt meiner perfekten Uhr noch? Irgendwie einen neutralen Hintergrund. Also halt, ja, dieses Marmor ist schon ganz gut oder halt irgendwie so ein Hellgrau oder
ein helleres Braun. Ja, und ich habe bei verschiedenen Holzuhrenherstellern geschaut und die bei Holzkern sind am nächsten an meine Vorstellungen rangekommen, aber so ganz perfekt ist es irgendwie noch nicht. Deswegen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich die jetzt tatsächlich behalten werde oder ob ich vielleicht noch einfach mal warte, ob vielleicht doch noch mal eine Uhr kommt, die meinen Bedürfnissen besser entspricht oder ob ich mir vielleicht noch mal eine andere anschaue, weil ich habe mir natürlich so ein paar zusammengestellt, die so in meine Lieblingskategorie gehören und ich habe noch eine andere aus Walnussholz, die hat so römische Zahlen und ein hellbraunes Ziffernblatt, die fand ich auch gar nicht so schlecht, die war halt größer. Die könnte ich mir vielleicht noch vorstellen und dann hatte ich schon noch ein paar so andere Uhren, die mir ganz gut gefallen haben, aber wie gesagt, oft waren die halt einfach nicht silbern und deswegen sind die halt für mich rausgefallen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. So, ich habe die Uhr jetzt mal in ihr schönes Kästchen zurückgegeben, damit ich das Video jetzt mal zum Abschluss bringen kann. Also, ihr werdet ja vermutlich sehen, wenn ich eine neue Uhr bestelle, wenn ich die jetzt zurückschicke und nichts Neues bestelle, dann ja, kriegt ihr das wahrscheinlich eher nicht mit. Aber ja, ihr könnt ja sonst auch nachfragen, falls es euch interessiert. Ich finde auf jeden Fall das Konzept richtig cool. Also ich finde Holzuhren irgendwie sehr schön und schick. Und deswegen habe ich mir halt ausgesucht, eine Holzuhr zu bestellen. Ah ja, und was auch noch ein ganz wichtiges Kriterium für mich war, tut mir leid, das ist mir gerade erst eingefallen. Ich fand es nicht so schön, wenn hier dieser Übergang von der Uhr zum Band mit Metall war. Also ich wollte unbedingt eine haben, bei denen das Holz auch halt komplett ist, außer eben das Ziffernblatt. Und auch wenn das Band halt irgendwie Metallteile drin hatte, ich finde einfach diese Kombination von Holz und Metall, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Und deswegen wollte ich halt eine komplette Holzuhr. Und wenn auch nur das ums Ziffernblatt herum aus Holz war, fand ich jetzt auch nicht so cool. Deswegen, ja, wie gesagt, war das die Uhr, die so am nächsten an meine Bedürfnisse rangekommen ist. Und ich bin jetzt irgendwie trotzdem leicht enttäuscht, muss ich ehrlich zugeben. Auch, wie schon gesagt, mindestens dreimal, dass ich sie trotzdem hübsch finde, aber vielleicht nicht unbedingt halt für mich. Naja. So, dass ich das Video aufgenommen habe, ist jetzt schon einen Monat her. Und ich muss sagen, jetzt im Schnitt sieht das voll negativ aus, was ich alles sage. Es ist natürlich so, dass schon alles, was ich gesagt habe, natürlich irgendwie stimmt. Aber ich habe mich nach einem Monat wirklich voll an die Uhr gewöhnt und sie ist mir irgendwie ans Herz gewachsen. Das heißt, ich habe sie also behalten, wie ihr vielleicht schon vermutet habt. Und ja, es gab dann noch mal ein paar kleine Problemchen, aber da kommt noch mal ein neues Video dazu. Das heißt, ich wollte einfach nur kurz sagen, dass es nicht so negativ klingt. Also ich finde Holzkern trotzdem eine sehr schöne Marke und Idee und deswegen schaut auf jeden Fall auch mal auf der Webseite vorbei. Der Link dazu ist natürlich in der Infobox, wie immer, genauso wie meine Social Media Links, Facebook und Instagram. Da könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Dann gebt mir auch gern einen Daumen nach oben, einen Daumen nach unten, wenn nicht. Und sagt mir bitte, wieso nicht, damit ich mich in Zukunft verbessern kann. Hier an der Seite sind noch zwei alte Videos von mir, die ihr euch gern anschauen könnt. Und auf der Seite ist mein Profilbild zum Abonnieren. Beides würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch wirklich in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer gerade bei euch ist. Und tschüss.